Moin Moin, mein Name ist General Heinrich und wir kämpfen weiter am World One, der zweite Schlacht. Wir haben gerade die Info gekriegt, die habe ich leider nicht aufgenommen, dass jetzt hier für einen Generalangriff mobilisiert wird aus dieser Richtung. Und zeitgleich kommt hier, versuchen sie uns die Flanke zu nehmen. Aber wir kriegen von da unten die Verstärkung. Ich weiß nicht, was ein Generalangriff ist. Ich glaube, es ist sehr massiv und ja. Ich werde jetzt anfangen, die Flanke aufzulösen. Los. Ab hinter die Linie. Los. Und ihr auch. Los. Nein, ey, lauf. Alter, lauf. Paul, bei deiner Mama. Ich hau dich. Windelweich. Ich weiß nicht, was ein Generalangriff ist. Es klingt wichtig. Es klingt generalmäßig. Es klingt groß. Ich weiß nicht, was es ist. Ich zieh mich zurück. So. Ich mache jetzt den feigen Heinrich. Kann mir jemand sagen, was er will? Ist mir Wurst. So. Kanönchen mal hier am Rand. Dahinter. So. Kanonen ziehen wir auch noch mal ein Stück zurück. Und zack. Bleibst da. Kannst das Gebäude einnehmen. Du. Wie macht's? Eine Linie. Ich hoffe, der Wald bringt so ein bisschen Deckung. 56, 50 auf jeden Fall. So. Da kommen sie auch schon. Siegfried, du sollst das Haus einnehmen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Und wenn jemand mal weiß, was die Missionszeit bedeutet, sind es 3 Minuten und 30 Sekunden? Kann das sein? Ja, ich guck mal kurz drauf. Das kann, nee, 3 Minuten ist auch zu kurz. Ich weiß es nicht. Vielleicht soll das auch die Tageszeit bedeuten. Geht ja auch zurück. Ich habe keine Ahnung. Acht von da greift er an. Alter Schwede, guckt euch das an. Das ist nicht wenig. Wir müssen da irgendwie alles wegkriegen da. Macht da Löcher rein. Gewaltige Löcher. Haut sie weg. Ich dachte, der Generalangriff kommt von der Mitte. Habe ich mich getäuscht. Ich dachte, er kommt von aus der Mitte. Das ist, Ah, hier sind sie auch noch formiert. Ich hoffe, ich habe nur genug Munition, ey. Weil bisher ist er hier richtig viel. Ich hätte doch hier was lassen sollen. Ne? Die greifen noch nicht an. Warum greifen die nicht an? Hanselmans dritter Korb bereitet sich auf einen neuen Angriff vor. Okay, ich sag's auch noch. Ich rechne ja doch damit. Nee, komm doch durch die Mitte. Alter Schwede. Das ist, glaube ich, die größte Schlacht, die wir bisher hatten. Hansen hat 34 Deckung und er hat 52. Ich will ihn jetzt nicht versetzen lassen.
Die sollen hier die Seite schützen. Oh Gott. Alter, knispert sie. Schaltet die aus. Renes gesamtes 9. Korps wurde gesichtet. Ah, sie kommen hier von der Seite. Aber das macht mir gerade viel mehr Angst. Alter, das macht mir mega Angst. Das ist echt viel. Sie sind zum Teil geschwächt, aber ich bin hier auch geschwächt, hallo? Schnell sie nach Hause rennen, umso besser. Die Motivation muss kaputt gehen, ey. Jetzt greifen sie an und da haben wir keine Munition mehr. Ah. Spannend ist das, spannend. Das davor war nur Spannungsbogenaufbau. Jetzt geht's ab hier, jetzt geht's ab. Die greifen an, die sind irre. Ach. Alter, was für eine Lawine von Menschen ist das? Schießt auf alles, was laufen kann. Macht sie tot. Macht sie derbemäßig tot. Ah, laufen, 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 laufen. Wo ist mein General Jackson? Jackson, da laufen sie. Laufen sie auch, alter Schwede, ey. Alter, ja, ratzt die weg da, das gibt's doch nicht. Wir müssen sowas von sterben. Jackson, wir brauchen dich. Alter, das in der Mitte geht gleich ab. Das geht in der Mitte geht gleich ab. Das geht sowas von ab, das glaubt ihr gar nicht. Ich zieh den ab, ich muss die Lücke hier, ich muss hier aufmachen. Ey, hol den wieder! Ratte! Ich versuche hier jetzt ein bisschen von der Seite wegzukriegen. So, immer gucken. Da rennt was und da rennt was auch wieder. Ah. Wer ist das, Butler? Hör doch mal auf zu rennen, Junge. Wir müssen sie da von der Verteidigung wegkriegen. Empty. Das willst du mich verarschen. Keine Munition mehr. Wie soll ich denn das schaffen ohne Munition? Alter, das haut nicht hin. Da los. Und er haut nicht ab, der Butler. Scheiße, Alter, Scheiße. Ja, die rennen auch. Nein, Kanon, was macht die da? Zurück. Was habe ich da gedrückt? Blockiert, blockiert, ja, warum blockiert ihr euch? Kanonen sind wahrscheinlich zu nah dran. Das war's, sie rennen und rennen. Blockiert und töten nicht. Nein, stopp. Schießen.
Alter. Das falsche gedrückt und jetzt rennen sie auch. Alter, ich sollte einfach nur schießen. Kann das so schwer sein? Ihr sollt doch nur schießen. Jetzt rennen die hinter mir noch weg. Ey, das ist nicht wahr. Gehen an. Jetzt hab ich die Schnauze voll. Schieß da. Nein, es wird eher geflankiert. Das ist scheiße, ist das. Ausgebombt worden. Der Krieg kostet mich echt ein Vermögen. Da rennen die Nächsten. Das gibt's nicht. Halt. Ich weiß gar nicht mehr, wo Jackson ist. Uli zurück. Brauchen auch hier Truppen. Jetzt rennt. Warum sind die flankiert, verdammt? Jetzt werde ich langsam sauer. Ja, Katze. Ich reg mich hier auch auf. Jetzt werden die überrannt. Alter Schwede. General Porters Fünfte hat unsere rechte Flanke angegriffen, ja. Ich weiß nicht, wo ich nicht angegriffen werde. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt haben wir nämlich einen Scheißkampf in der Mitte da. Oh, jetzt bricht mir da die Seite zusammen. Jackson, wir brauchen hier Verstärkung. Jetzt laufen die wieder. Colonel Vaughn und Loomis wohl verwundet. Ja, fuck. Ich kann diesen Punkt nicht einnehmen, weil die mich gleich von der Seite beschießen. Jackson, hol die anderen dann zurück. Die da brauche ich, genau die da. So, die laufen auch, fantastisch. So, wenn die nämlich da sind, dann holt sie da weg. So, jetzt verliere ich hier meine Kanone. Fuck! Alter, kack die Wand an. Aber derbemaßen. So, dahin. Jetzt nimm diesen verkackten Posten wieder ein. Mann! Hol ihn wieder, den Brown. Alter, es ist echt blutiges Schnitzel jetzt. Ist unglaublich. Ich versuche es nochmal. Hansen, hier, hier. Ah, Platter. Charge! Hause weg! Wollen wir mal ganz kurz. Ganz kurz durchatmen. Ich muss auch mit meinem Fluchlevel mal ein bisschen runterkommen. So.
Also die haben wir da zurückgeschlagen, ohne uns groß zu kümmern. Die Mitte bricht uns gerade das Genick, wenn wir da nicht eine vernünftige Reihe wieder einschlagen. Und, ja. Gut, ja, die Kanonen sind fast kein Arsch. Das ist, ist leider so. Gut. Hier, du, mein Freund, übernimmst jetzt Posten. So. Anson hat einen auf den Sack gekriegt. Und der andere Trupp löst sich auf. Na gut. Haben sich wohl beide so ein bisschen geeinigt. Und die laufen. Wunderbar. Wunderbar. So, die Frage ist, war das jetzt alles, was die haben, oder kommt da noch mehr? Also, mir reicht es eigentlich schon. Jetzt versuchen wir nochmal den Punkt einzunehmen. Und... nein, es reicht noch nicht. Die wollen noch mehr. Wollen echt noch mehr. Und jetzt ist Siegfried flankiert. Die Ecke ist sowas von scheiße da. Ich hätte es nicht einnehmen sollen. Jetzt läuft er. So, unsere erste Verstärkung ist eingetroffen. Es wäre das Beste, sie bis morgen in die Reserve zu halten. Was? Reserve halten? Willst du mich verarschen? Ich brauche Truppen. Was willst du mir hier sagen, Reserve? Ich wette, ich verliere meine Position. Also hier packe ich keinen mehr ran. Das ist eine scheiß Ecke. Aber hier kommen wir wieder ran. Hier, die haben nur noch 800 Mann. Warum soll ich da keine Reserve reinschicken? Die greifen immer wieder an. Das sind Hammerschweine der Gegner hier. Das ist unglaublich. So, Siegfried. Wir nehmen den Punkt da nicht mehr ein. Jetzt laufen die wieder. Ey, das ist doch Halle in Julia. Das ist Hammer. So, Jackson, hol ihn zurück. Nicht bis zum nächsten Tag. Ich hier einer Waffel oder was? So, Jackson. Deine einzige Aufgabe ist, diese Kanonen da wegzuholen. Der Rest ist mir scheißegal. So, Pound Anderson. Ab in den Wald. Alles andere ist mir Wumpe. Das ist mir sowas von Wumpe. Formieren und töten. Das ist mir sowas von egal. Wir räumen jetzt auf. Wir räumen jetzt auf. Ich will diese Flanke weghaben, damit ich mehr Truppen in der Mitte verlagern kann. Ich kann nicht bis morgen warten. Nein, das geht einfach nicht. Wir sind da oben zu Klump geschossen. So. Ich ziehe den jetzt ab. Ich ziehe den jetzt hier. So, ja. Wieder einer am Laufen. Boah. Ich muss öfter auf Pause machen. Nicht, dass wir jetzt hier einen auf den Deckel kriegen. Das darf mir nicht einbrechen. Das darf mir nicht einbrechen. Komm, Hansen zieht auch noch da.
Es darf mir da nicht einbrechen. Weiter. Und ein Supply-Wagen. Alter, der ist Gold wert. Den holen wir uns gleich. So. Ihr wollt mich ans Knie ficken, ich fick euch ans Knie, aber derbe, ich werde euch so derbe ins Knie ficken. Entschuldigung, wenn ich jetzt so wieder rabiat bin mit meiner Wortwahl, aber ich bin gerade hier richtig so. Ah! Nee, Jackson, komm. Du hast dann Arbeit gemacht, Jackson, Kavallerie, gut gemacht. Hol mir den Supply. Hol mir den Supply oder am besten noch den nächsten. Nächste Kanone. Hör mir die nächste Kanone, Jackson. Sei ein braver Jackson. So. So, wieder Pause. Ist unten gefällt mir gerade sehr gut, auch wenn ich das Reserve halten muss oder soll. Weil hier räumen sie mich gerade auf. Seht ihr das? Ich werde die Kanone ein bisschen abziehen. Oder wir machen Folgendes. Zack. Ebenen. Eine Linie im Wald. Ich sehe sonst keine andere Möglichkeit. So, weiter geht's. Charge. So, jetzt haben wir hier nämlich frei. Ab an die Seite. Kanonen können gleich weiter wandern. Heinrich auch, weiter. Na ja, komm, sie tun dann gleich weiter. Klaut die Supply-Wagen, ist mir Wumpe. Ah, die Division von Rufus King wurde gesichtet. Die hat mir nur ein bisschen angeplänkert. So. Brown, bleib mal hier. So, und auch da bleiben. Supply jagen, Wagen jagen. Weiter. Wir ziehen sie jetzt hier auch ein bisschen auseinander, ärgern sie ein bisschen. Und die Kanonen, Alter, das ist ja geil. Charge, haut sie weg. Schicken wir da auch hin. Wie flankiert? Ihr seid im Haus, verdammte Axt. Ah, haben sie wieder. Ist egal. Jackson hat jetzt schon 50 Mann verloren, ist mir aber Wumpe. Wenn wir die Kanonen da wegkriegen, das ist einfach geil. Oh, das habe ich nicht gesehen. Scheiße, Anderson. Naja gut, das muss ich wieder auf Pause machen. Das ist gerade zu. Holen wir Anderson wieder. Und wir ziehen ihn erstmal zurück, damit sie ihn nicht mehr sehen. Dann versuchen wir nochmal von hinten irgendwie die Kanonen zu kriegen, wenn sie sich nämlich nicht in seine Richtung ausrichten, sondern wieder auf die Linie. So, und ich glaube.
Major General Thomas Jackson wurde verwundet. Das ist scheiße. Wir haben sie ein bisschen durcheinander gebracht. Ah, vielleicht sollten wir sie doch nochmal hier erstmal irgendwie zum Laufen bringen. Ey, das ist so ein mordsmäßiges Gefecht. Ah, die haben auch Kavallerie, 600 Mann, Bradley heißt der hier sowas. Er rennt. Das heißt, wir holen uns die von der Seite. Na komm. Oh! Scheiße! Jackson! Jackson! Nein! Das war's mit Jackson. Ich hab da... Ah, ich hab nie aufgepasst. Es ist einfach zu viel los gerade. Also wenn ihr jetzt flankiert, ihr müsst doch die flankieren. Der nächste Tag. Weiter geht's. Weiter, komm. Weiter. Da haben wir jetzt unsere komplette Verstärkung. Oh. Ja, wir haben nichts mehr in Reserve. Ah doch, hier. Er hier, ne? Da müsste auch noch kommen. So. Die gestrigen Kämpfe waren hart. Aber wir konnten die Stellung gegen eine weitaus größere Armee behaupten. Pope scheint die strategische Situation nicht zu verstehen. Er mobilisiert für einen weiteren Großangriff auf unserem Zentrum. Entweder weiß Pope nicht, dass wir zusätzliche Verstärkung erhalten haben, oder er glaubt, dass wir uns zurückziehen wollen. Entschuldigung. Wir sind jetzt bereit für den Gegenangriff mit frischen Truppen. Frischen Korps zu beginnen. Jetzt kommt Mission aufräumen oder was? Was? Ihr vorrangiges Ziel ist es, unser Zentrum auf Stony White zu halten und mit dem richtigen Moment abzupassen, um die Linke der Union anzugreifen und diese Hügelketten einzunehmen. Es wäre ratsam abzuwarten, bis Porter bei einem weiteren vergeblichen Frontalangriff noch mehr seiner Männer opfern und erst dann zurückschlagen. Ich will nur sagen, die Leute, die da gekämpft haben, die sind aufgebraucht. Sie haben keine Munition mehr und sollen jetzt noch einen Gegenangriff aufhalten. Danach werden wir sie gegen die Gegend der Yankees säubern und nach Osten marschieren. Viel Glück, General. What? Unsere Verstärkung ist vollständig verfügbar. Jawohl. Willst du mich verarschen? Die haben bestimmt jetzt keine Munition.
sollen auf Zeit spielen. Ja, da sehe ich schon das Symbol der Symbole. No Ammo. Ja. Okay, dann würde ich diese Linie wieder auf, ja, machen. Siegfried dahin. Dahin. Halt mal da. Geh mal dahin. Kanonen teilen wir uns ein bisschen auf. Nee, nicht gewollt. Ihr beide. Ganz ruhig. Eine kleine einpacke ich in den Wald. Dass doch noch irgendwas von hinten kommt. Dann sollen wir die Hügelkette nehmen. Da, die hier. Alter, die. Das sind zu viele Einheiten. Das heißt, egal was passiert, da erstmal rein. Dann würde ich meine Truppen weiter schicken. Ihmchen schicke ich jetzt mal rein. Aufgabe verstanden? Dann marschieren, Jungs. Dahin marschieren. Ich marschiere nur meine große Armee weiter, wenn ich auch weiß, dass in den Wäldern da nichts ist, ne? So. Mit der Eigengeschichte werde ich hier komplett, also wenn ich komplett außen rum gehe oder hier hingehe. Ich glaube, wir gehen den Kamm lang. Und der Heinrich mit seiner Armee wird hier hingehen, damit er diese, damit das nicht so flankiert wird. So meine Überlegung. Ob das jetzt so hinhaut oder nicht, werden wir sehen, wenn das Licht angeht. So, bitte. Wem können wir verzichten? Hector. Guck mal, ob da was in der Stadt ist. warum stehst du? Ne, du stehst okay. Aber du stehst da nicht gut. Stadt scheint sauber zu sein. Schick die auch mal in die Stadt.
Renus 9. Korb im Zentrum gesichtet. Oh ja. Der marschiert dahin, wo ich hin will. Also, wo ich mir schon gedacht habe. Hm. Er hat es gerochen. Die Division von Rufus King wurde im Zentrum der Union gesichtet. Ah, da. Das ist aber Reno. Schicke ich sie einfach mal hier in die Mitte. Schwäche ich zwar Heinrichs Armee, aber. Immer um Folgendes. Die... Ich unterstütze ihn weiter nach unten. Ich glaube, die Kavallerie wird mir frontal auch nicht helfen. Die teilen so Heinrichs Armee ein bisschen auf. Oh, der hat auch einen Ferrero. Den naschen wir gleich weg. So. Ich schicke ihn dahin. Aber erstmal hier rüber. Und die Truppen würde ich sagen. Einmal umnehmen. Kann ich nicht zwei reinmachen? Eine. Und ihr seid dann die zweite. Und ihr schön dahinter. Es ist spannend. So, hier ist niemand. Gehen wir zur nächsten Farm. Und Johnson, gehen wir hier rüber. Ah, hier werden sie sein. Aber ich schicke ihn trotzdem mal vor. Farm scheint sauber zu sein. Dann nochmal zur letzten. Wir kriegen da drei Truppen, ne? Dann ziehe ich die drei. Die ziehe ich hier hin. Schön weit außen rum. Und ihr drei. Durch da hinten packen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt die Hauptarmee vom Porter bisher schon war. Oder ob das noch kommt. Die wissen jetzt eh, dass ich hier was habe. Wir halten mal kurz hier die Lunte still. Sagen, Sieg mal dahin. Hier bald. Und ich packe mal einfach hier nicht. So, es geht los oder was? Jetzt dürft ihr schießen. Und Pause. Er wurde hier gesichtet. Geh mal ins Gebäude rein. Hier sind Truppen. Truppen. Zieht trotzdem die drei. Trotzdem hierher erstmal. So. Und die sind noch nicht ganz da. Kanonen würde ich trotzdem noch weiter ein bisschen Stück nach vorne ziehen. Okay. Weiter geht's. Was ist? Noch eine Kanone vergessen. Eieieiei. Zieh nach. Und nochmal auch was vergessen. Ein Supply-Wagen. Na klar, den brauchen wir nicht. Scheiße. Gepennt. Verdammt. Weiter. Die müssen doch hier sterben, oder was? So gefällt mir das schon. Das ist motivierend. Rennt nach Hause. Rennt zu eurer Mama. Aha, nicht brutal. Hier ist definitiv was im Wald. Na, die ziehen sich zurück. Dann mache ich hier wieder einen Sparmodus. Warte, bis die nochmal angreifen. Hier ist was, da muss ich aufpassen. Die Kavallerie kann auch bitte mal hier ganz nach unten. Johnston hat sie zwar nichts gesichtet, aber hier ist auf jeden Fall was im Wald. Setzen wir rüber? Komm, wir setzen rüber, um sie weiter vorweg zu drängen. Oh, die ziehen sich zurück. Ich glaube, ich habe den richtigen Moment verpasst. Mal wieder kurz auf Pause. Folgendes. Kanonen ziehen wir auch nochmal rüber. Rüber und hier machen wir jetzt die Linie. So, weiter. Erst wenn ich weiß, was da im Wald ist, ziehe ich Brian hinterher. Die haben ja auch noch hier die ganze Bagage. Ah, die lasse ich mal zurück. Es ist Kavallerie. Ah, wunderbar. Die nehme ich doch gern.
Hier warte ich, bis die Kanonen an Position sind. Und ich weiß noch, was hier. Ne, wir warten noch. Wir lassen die noch drin. Ja, wir machen hier ab in den Wald. Mein Wald. Hab ich gekauft. Geh weg. Henry, du musst leider wieder weiter. Und die Kanonen können leider auch noch mal ein Stück weiter. Das ist mein Wald. Ziehe ich wieder eine Linie vor. Jetzt sind wir mal mutig. Mal gucken, ob das Sinn macht. Kanon, seid ihr da? Ah, nicht ganz. Weiß nicht, was da noch steckt. Ich habe Angst. Diese Angst ist begründet. Oh. Ja, ihr drei sollt. Warum kriege ich euch drei nicht? Hallo? Bitte. Na, geht auch nicht so. Da stecken sie. Im Wald. Ah, das ist da hinten scheiße gelaufen. Pause, Pause, Pause. Ah, das ist zu spät. Den haben sie aufgerieben. Das ist nicht gut. Gehen wir wieder zurück. Das ist nicht gut. Und die Kavallerie ziehe ich nochmal hinten lang. Kavallerie! Kavallerie! Renn nochmal dahin. Weiter! Was? Ach so. Ja, ich bin schon bereit. Alter, jetzt habe ich hier Scheiße gebaut. Schnell, konzentrieren Sie Ihre Kräfte auf Henry Hill. Ja, ich bin noch dabei. Alles gut. Jetzt hör auf, dazwischen zu funken. Ach so, die werden da zurückziehen. Fluchtweg, ja. Da werden die abhauen, okay. Oh, Kanönchen. Da auch. Kommen die einfach dahin oder was? Denn einfach transferiert. Frech.
Netz. Weiter. Oh, warte, das müssen wir nachziehen. Das müssen wir kräftig nachziehen. Und hier mal jetzt Unterstützung hin. Dahin. So, nein. Ich will wieder hier der ganze Armeechen. Richtung. Hier alle. Auch dahin. Gucken, wie weit die sich zu. Ich höre noch Kanonenschüsse, ich weiß auch nicht woher. Zu lange da. Oh, die laufen. Weiter. So, Pause. Haben wir hier Einheiten, da eine Kanone, die kommt dahin. Einheit. Das was rumflanken. Weiter. So, Konkurrente hat Henry Hill gesichert. So, jetzt geht's hier. Rapido! Platt machen. Ich weiß, das ist jetzt irre und wir verlieren jetzt Leute. Aua. Bleibt mal hier. Oh, die sind zurück. Attacke! Attacke! Oh. Zurück. Das war zu vorschnell.
Mann, oh Mann, ich bin echt gerade gespannt. Ich habe nur Angst, dass wir jetzt gerade hier Scheiße bauen, aber das wird schon, das wird schon. Bringen wir ja mal so richtig schön zurück. Nicht überleben, ihr Schweine. Aua. Bricht gerade die Linie zusammen. Scheiße. Können wir auch noch Truppen rüber. Schicken wir wieder zurück. Hier schicken wir mal zurück. Komm mal zurück. Das ist hier ein absoluter Vernichtungskrieg hier. Ich bin echt gespannt. Ja, wohl verwundet.
Alter Schwede. Ich habe jetzt mehrere Minuten nichts gesagt, ich bin einfach nur überfordert gerade. ja, ich vergesse schon Truppen, das ist echt scheiße. So, die Cavalry lassen wir jetzt mal außen vor. Ich versuche die irgendwie zu umzingeln. Ich bin ja auch gerade einfach nicht zu fickig. Zu nervös. Dauerte echt lange, aber wir kriegen sie, wir haben sie. Müssen rumschlenken und dann wird das was. Wir machen da lang. Die haben es, glaube ich, schon abgeschnitten von ihren Rückzugsorten. Die wollten ja hier lang. Da haben wir sie ja schon frühzeitig abgeschnitten. Aber ich komme gerade nicht hinterher, irgendwie die weiter zu bedrängen. So dass sie quasi aufgeben. Jetzt haben wir quasi unsere vorige Linie wieder. Camper wurde verwundet. Tut mir leid, Camper. Weiter ran, komm, weiter ran mit dem Kanon. Das ist ein reines Gemetzel, aber gut für uns. Jetzt haben wir sie langsam in der Zange. Jetzt räumen wir richtig auf. Jetzt räumen wir richtig auf. Aber wenn das da hinten wieder droht zusammenzubrechen... Alter, wir werden so hohe Verluste haben, ihr glaubt's nicht. Ey, ich hab meine, glaube ich, meine komplette Armee irgendwie verlieren. Ey.
weiter. Sie können die Mission beenden oder den Kampf fortsetzen. Ich setze fort, komm. Ich will wissen, was passiert, wenn wir sie jetzt hier komplett irgendwie umranden und umzingeln. Wir können nur nach Norden abbauen, übers Wasser. Ah, die Einheiten. Was habe ich hier vergessen? Ah, scheiße. es ist einfach zu viel für mich, glaube ich. Das Feuern. Sieht doch gut aus. Skirmisher haben aufgegeben, ich weiß nicht wo, irgendwo haben welche aufgegeben. Weiß nicht, von mir oder von denen. Ich hab keine Ahnung. Feuer frei, warum? Ach, scheiße, ich hatte auf Sparmodus vorhin. So, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ich weiß, wir verlieren jetzt mehr Leute, als wir müssen, aber es ist mir jetzt Pumpe. Guckt an, jetzt geht's ab. Wir haben einmal die komplette Map gereinigt. Oder habe ich hier was verpasst? Ich habe da was verpasst. Bring uns nicht in Bedrängnis. Hinten noch. Scheiße, wir haben sie zurückerobert. Komm zurück. Nicht, dass sie noch von hinten irgendwie angreifen, mich nerven. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Alles nach vorne. Jetzt holen wir so uns. Der nächste wurde verwundet. Was ist los? Ach! Ich wollte sie komplett umzingeln und auslöschen, verdammte Axt. Auch wenn ich viele tausend Männer umsonst verloren habe. Wir haben so schon so viel verloren. Ich traue mich gar nicht runter zu scrollen. Wir hatten 51.000 Mann. Wir hatten 42.000. Okay. Verluste. Oh, 15.000 Mann.
Ja gut, die fast 24. Aber 15.000 Mann verloren. Das ist richtig viel. Das ist richtig viel. Und die Folge geht leider zu lang. Ich konnte zwischendurch nicht cutten oder so. Oder unterbrechen. Das war ja, naja. Wir haben einen Orden gekriegt in CSA. Und alter Schwede, ich habe länger gespielt, als ich wollte. Meine Frau ist hoffentlich nicht böse. Sollte schon längst Essen geben. Na gut. Ich werde jetzt hier einfach mal, ja, 2 Karrierepunkte, 15 Ruf. Hier ein paar Gefangene haben wir gemacht, ein paar Leute dazu gekriegt. Schöne Stange Geld gekriegt, 15.000 Mann neue Rekruten. Jetzt geht's nur ins Geld, weil wir halt, ja, viele Leute, Jackson und Co. Oh, Anderson ist auch verwundet. Der Anderson, das war ein Problem, da habe ich Anderson und Jackson, weil das so viel zu tun war. Die hätten eigentlich nicht sterben müssen. Hätte ich häufiger mal auf Pause gemacht, umgesehen, dann hätten die nicht so hohe Verluste gefahren. Also das war meine Schuld. Und zum Schluss hin, ja, ich weiß, ich hätte vorher beenden können, aber ich wollte sie vernichten. Gut! Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich stellenweise gedanklich woanders war. Wenn ihr, ja, kommentiert gern, liked gern und natürlich könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!